Ihr wolltet schon immer mal Exorzist sein und gleichzeitig noch Texte eintippen. Wem das nicht abschreckt, für den ist The Texorcist, The Story of Ray Bibia genau das richtige Game. Es ist eine Mischung aus einem Bullet Hell Shooter und einem Typing Game. Die Bewegung erfolgt über die Pfeiltasten, ihr braucht keine Maus und für mich war es am Anfang echt eine Umstellung. Denn man muss sich mit den Pfeiltasten bewegen und gleichzeitig auch noch die ganzen Exorzismen eintippen. Das heißt, eigentlich bräuchte man drei Hände, weil ich tippe zum Beispiel mit beiden Händen. Man kommt aber relativ schnell rein und findet sich sehr schnell zurecht. Man braucht in diesem Game keine Maus, das heißt, man macht alles mit der Tastatur. Wenn man die Wörter richtig eintippt, ohne Fehler, und dabei auch nicht vom Gegner getroffen wird, erhöht sich eure Combo. Und je höher die Combo ist, desto mehr Schaden verursacht ihr natürlich auch beim Gegner. Die Testversion, welche ich gespielt habe, beinhaltet einige Levels und wir sehen hier die Karte und auch hier müssen wir eben eintippen, wo wir hinwollen. Einträge werden im Journal gespeichert und dann kann man eben zur entsprechenden Mission reisen. Natürlich dreht dieses Spiel um Exorzismus. Unser Charakter ist ein ziemlich schlecht gelaunter ehemaliger Priester, der so einige Differenzen mit der Kirche hatte. Entsprechend ist er eigentlich auch den ganzen Tag schlecht gelaunt. Die Texorcism, The Story of Ray Bibia, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Pixel-Art-Game, also Typing-Game. Der Schwierigkeitsgrad steigt massiv an und zur Story sei gesagt, dass wir wohl einem Menschenhändlerring auf der Spur sind, die mit dem Teufel im Bunde stehen. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Gegner zu Gegner und in diesem Nachtclub hier verändert sich die Farbe der LED-Panels und wo es entsprechend rot leuchtet, dürfen wir nicht stehen. Das heißt, wir tippen unser Exorzismen ein und müssen aber gleichzeitig darauf achten, immer auf den richtigen Feldern zu stehen, um nicht unsere Kombo zu verlieren, weil wenn wir getroffen werden, verlieren wir das Buch und müssen dieses erst wieder aufsammeln. Die Texorcism, The Story of Ray Bibia ist bei Steam erhältlich und kostet im Moment 12,49 €. Wenn ihr also mehr Infos zum Game haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch den Link zum Steam Store verlinkt. Das Spiel wurde am 14. Februar veröffentlicht. Der Entwickler ist Morbidware und der Publisher ist HeadUp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da und wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann lasst auch sehr gerne ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sagt Sir Metalizer.